for my loose neck. With this pistol banging, the banging threats coming them hard, dude, the banging bots. Blocks, mad mild, the shots. I'm coming hard, harder than rocks. Yeah, you people wanted to give it to Iraq, but I don't. I stop, I keep it going with that. I won't, cause I'm the boss. Ross, see, please believe me. I'm coming so hard, you people, it's easy. Ross, boy, here, yo. Fight, boys, I'm coming to fight. Fight, people, this ain't nice. No, no, no. No le creas. No le creas. No, I am. Leck mich. Aber den Jungs sagt man sowas besser nicht.
Mann, hör auf damit! Na klar, ganz einfach. Hey, Mann, ich schmuggle keine Waffen. Du Bauer, bist du im Dschungel groß geworden? Aber es ist irgendwie komisch. Er ist verheiratet? Nein. Ich glaube, er hatte noch nie eine Frau. Was? Er ist 27 und hinreißend. Das glaube ich nicht. Außerdem immer, was bei ihm alles abgeht. Ja, stimmt. Es una embustera. Seguro que no dejas que los asuntos personales vieran en las cuestiones empresariales. Da igual. Si vas a tratar con ella, deberías hacerlo sin mí. Y te lo digo. Ese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders.
Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit.
Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Das Handwerk legen. Warum interessierst du dich eigentlich so für die? Vielleicht haben die mich auch gehackt, vielleicht nicht. Das ist das Problem. Wie soll man das wissen? Die haben andere Ziele. Die verschwenden ihre Zeit nicht für einen niemand wie dich. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du auch einfach keine Ahnung. Also leck mich. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun.